Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wir sind hier im am Klimainstitut und Team Magma versperrt uns den Weg. Hey du da, wir halten ja Wache. Halt dich vom Klimainstitut besser fern, dort ist es sehr gefährlich. Okay, dann gehen wir da jetzt rein. Kein Problem. Okay, hier klingt's gefährlich. James Bond, auf dem Weg. Nein, was ist hier los? Willkommen im Klimainstitut. Im ersten Stock gibt es offenbar Ärger. Doch das bringt mich nicht aus der Ruhe, schließlich bin ich ein Profi. Okay. Denn. Okay, ich fühle mich echt gerade ein bisschen wie James Bond. Okay, was ist hier los? Während ich geschlafen habe, haben sich alle in den ersten Stock verkrümelt. Okay, was ist das? Ein PC? Oh, cool. Okay, das ist cool. Aber warte mal, habe ich das Ei noch mit? Ich habe das Ei noch mit, ne? Ja. Und mir wurde gesagt, dass ich irgendwie die stärkste Attacke von Latson verlernt habe. Sicher? Also die stärkste Attacke, die es momentan machen konnte. Ich meine nicht, aber... Ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche Attacke es war. Aber zur Not kann man es ihm ja wieder beibringen, wenn die Attacke wirklich gut war. Vor allem weiß ich für einen Zerschneider. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm verlernen lassen habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir ihn mit wieder. Und packen das Ei erstmal wieder in die Box. Und gucken, was Team Magma hier im Schilde führt. Okay, wir müssen so oder so kämpfen. Attacke! Kalle interessiert sich für die Forschung hier. Daher hat er uns hergeschickt. Ach, Kalle ist hier. Kalle. Was will Kalle denn schon wieder hier? Naja. Was hast du? Ein Magna Yen hätte ich mir schon denken können. Achso, ich habe mir ein Abra gefangen. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Da, ich habe ein Abra. Habe ich mir gefangen. Das wird jetzt gerade ein bisschen trainiert, weil das kann nur Teleport. Und ja, das ist jetzt... Das wird jetzt ein bisschen trainiert, weil ich gern einen Simsala hätte. Aber ich mag das, habe ich ja schon mal gesagt. Und das kommt jetzt halt mit. Ja, dann wisst ihr Bescheid, wo das auf einmal herkommt. Und wir, und Blizzy hat sich entwickelt. Wenn ich das nicht vergessen habe, habe ich vergessen, weil ich habe die Aufnahme gelöscht. Habe ich die Entwicklung von Blizzy aufgenommen? Habe ich dann doch nicht. Hätte ich sie hier vorgeschnitten, aber Blizzy hat sich entwickelt. So, okay. Wen schicke ich denn jetzt rein? Schicken wir Blizzy rein. Ja, auf jeden Fall hat Blizzy sich entwickelt. Ich bin halt auf dem Weg zurück. Ein Abrafang habe ich Blizzy halt ein bisschen mittrainiert. Und sie ist jetzt ein Voltenso. Und ja. Ihr habt die Entwicklung jetzt nicht gesehen. Ist schade. Aber naja, was willst du machen, ne? Wir machen Funkensprung. Vielleicht wird es ja paralysiert dadurch. Schade. Aua. Oh nein, das senkt mein Spezialangriff. Das ist nicht gut. So, mach Donnerzahn. Blizzy ein bisschen trainiert. Oh, gewiss, das tut weh. Aua. Ah, die Statik. Die gute Statik. Ich mag Voltenso mit seiner Statik. Das ist echt tough. Töfte. Töfte. Was? Ich kann heute nicht reden. Wie immer. Das ist meine Standardausrede. So. Da hat Blizzy ein Magnaien gekillt. War das dein einziges? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall levelt ab momentan recht schnell. 2 Level mal eben. Und ja. Golbat, das wechseln wir nicht. Wir kämpfen weiter. Heilen Blizzy einfach mal. Würde ich fast sagen. KP-AP-Erholung. Supertrank müsste reichen. Einsetzen Blizzy. So. Einmal Heilung reinknallen. Giftzahn ist nicht so schön. Aber vielleicht kriegt die Statik ab. Kriegt der Statik ab? Jawohl. Das ist schon mal sehr schön. Vielleicht kann Blizzy doch noch was reißen. Auch wenn die Vergiftung extrem viel abzieht. 5 KP. Oh Gott. Ja, mal ein Donnerzahn. Müsste eigentlich schon fast... Schade. Oh, die Paralyse. Die soll mal wirken. Das war ein Volltreffer, das war gar nicht mal so viel. Okay, vielleicht haben wir Glück. Es stirbt jetzt einfach. Ja, müsste reichen, oder? Ja, okay. Ansonsten hätte ich auf die Paralyse gehofft. Okay. Level up für Blizzy. 30, jawoll. Ladungsstoß. Okay, warte, das muss ich mir angucken. Anwender greift die Pokémon in seiner Umgebung mit Elektrizität paralysiert eventuell. 80-100. Das ist Funkensprung. Elektrohieb, der das Ziel paralysieren kann. Ja, dann machen wir Funkensprung weg, oder?
Die Donnerwelle kann eigentlich auch weg. Aber ist ja egal. Der Ladungsschuss ist auf jeden Fall stärker. Aber reicht Level 18, aber sollte man eine Psychoattacke lernen, weil es kann immer noch nur Teleport. Außer ich habe ihm schon eine TM beigebracht. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Oh, Abra entwickelt sich. Okay, gut. Dann müsste es spätestens jetzt eine Attacke lernen. Dann haben wir ein Kadabra. Ich habe Abra auch keinen Spitznamen gegeben. Mir fiel einfach nichts ein. Und ich kann es ja zur Not noch umbenennen. Weil solange sie keinen Spitznamen haben schon, kann man sie ja nochmal umbenennen. Ein Abra wurde zu Kadabra. Sehr schön. Möchtest du was lernen? Sonst bist du immer noch... Ah, Kadabra erlernt Aussetzer, okay. Du bist trotzdem noch nutzlos, weil du kannst keinen Angriff. Das ist echt traurig. Moment. Da, Teleport und Aussetzer. Ist voll nützlich auf jeden Fall. Naja, ich musste sogar mit dem Hyperball werfen, weil ich habe es zuerst paralysiert. Nee, ich hab's. Genau, ich hab's. Ich hab ja einen Tentacha gefangen. Ich hab's, weil Abra auch aus dem Hyperball abgehauen ist beim ersten Mal, habe ich dann das Tentacha mitgenommen. Hab Tentacha mit Wickel angreifen lassen, damit es nicht abhauen kann. Und dann habe ich es halt gefangen. War ganz schön stressig, den zu fangen. Also. Habe ich gar nicht mehr so stressig in Erinnerung, einen Abra zu fangen. So, wir heilen mal Blizzy. Achso, Top-Genesung habe ich auch gekauft. Und so ein bisschen Zeug halt. Die Vergiftung wollte ich gerne noch aufheben. Habe ich ein Gegengift? Habe ich eine Beere, die Gegengift, die Vergiftung halt? Dankeschön. So. Okay. Weiter geht's, nächster Trainer. Wir haben mitbekommen, dass das Institut untersucht, wie das urzeitliche Pokémon mit dem Wetter in Verbindung steht. Deshalb sind wir hier. Okay. Okay. Macht euch nur Stress. Alles wird gut. Smogon. Ach, Kadabra, du bist immer noch nutzlos. Lern doch mal eine gute Attacke. Sonst muss ich warten, bis ich coole TMs hab. Weil das bringt nichts. Das ist, wir können Latzon mal reinschicken. Damit er auch mal levelt. Hallöchen. Schlammbad. Okay. Volltreffer. Okay, das ist zwar ein trauriger Volltreffer. Mach Feuer-Odem. Und tschüss. Dankeschön. Den Kampf beenden wir einfach schnell. Ach, der hatte nur eins. Okay, ich dachte, er hätte zwei. Na gut. Dann weiter. Nächste Etage. Hier oben muss ja dann der Punk abgehen. Was? Das ist doch... Wusste Mark etwa von all dem? Oh nein, das sind unsere kostbaren Forschungsergebnisse. Gib sie zurück. Bitte um Ruhe. Ist alles in Ordnung? Ich bin sprachlos. Das bringt mich selbst mich aus der Fassung. Mark, unser großer Anführer. Was haben Sie mit dieser Welt bloß vor? Und was haben Sie mit uns von Team Magma vor? Das ist unverzeihlich. Oh, eine Verschwörung? Ey. Wir sind Team Magma. Wir tauchen immer dort auf, wo außergewöhnliche Entdeckungen gemacht werden. Damit ihr sie klauen könnt. Ist klar. Wie viel hast du? Bitte nur ein Pokémon, damit das schnell geht. Oh, zwei. Smogon? Kamau. Wieso kommt er hier mit so einem kleinen, mickrigen Kamaub an? Müsste das auf dem Level nicht schon entwickelt sein? Ich meine, juckt mich nicht, aber okay. Dann, Gorobei. Do your water things. Do your... Was? Halt das Ziel die Hälfte oder weniger... Okay. Was ist jetzt stärker? Surfer? Surfer. Ich glaube, die Aquawelle reicht, oder? Ich glaube, eine Aquaknarre wird schon reichen. Okay. Kommt jetzt ein Smogon. Oder ein Golbat. Oh, Kadabra, lern Attacken bitte. Mr. Pepperreich Level 42. Magna Yen. Pokémon wechseln. Das macht Mr. Pepper einfach. Hat sich auch entwickelt. Aber das hattet ihr gesehen, ne? Dass Mr. Pepper sich entwickelt hatte? Ich bin mir unsicher.
Ich habe einmal offline jetzt das Abra gefangen. Und ich habe Angst, euch jetzt da irgendwie was. Hitzekolle habe ich ihm beigebracht. Per TM, genau. Die habe ich ja schon gehabt. Und die habe ich ihm jetzt einfach beigebracht. Für die Flugattacke. Weil die braucht er nicht. Metang erreicht Level 42. Darauf warte ich auf eine Entwicklung. Ich musste mal gucken, ob er jetzt sich jetzt entwickelt. Oder. Nee. Oder ob er irgendwie was Besonderes brauchte. Ich glaube, Metang brauchte was Besonderes, um Metagross zu werden. Okay, ich könnte den umgehen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Hm, was hat denn ein Kind hier zu suchen? Wie viele Pokémon hast du denn? Bitte keine 3 oder so. 1. Ein Golbat. Okay. Damit kann ich arbeiten. Meinen nutzlosen Kadabra. Blizzy. Vor allem könnte ich Simsala ja schon mega entwickeln. Deswegen wäre das mega cool, wenn wir ein gutes Simsala hätten. Und ein, habe ich schon einen Voltensonid? Fällt mir gerade ein. Habe ich den nicht gefunden? Muss ich nochmal gucken. Können wir Voltenso nicht auch schon mega entwickeln? Oder war das, hatte ich das bei X? Ich weiß es nicht. Warum Konfusis hier? Konfust du mich? Das ist nicht nett. Ich hoffe, das klappt trotzdem. War der Voltenso nicht hier oder in einer anderen Edition? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich habe nämlich letztens auch kurz X und Y angemacht, weil ich einen Dianzi bekommen habe. Was ich sehr cool finde. Das muss nämlich auch nochmal hier rüber in die Edition dann irgendwann. Aber hier kann Dianzi auch eine Mega-Entwicklung machen. Und das ist eigentlich recht cool. So, Kadabra erreicht Level 20 und lernt hoffentlich mal eine Psychokinese oder so. Das wird mir ja schon reichen. Ach, Mensch. So, wir heilen mal alle Pokis. Tränke da. Okay. Einsetzen bei Blizzy. So. Gut. Was ist hier los? Kalle. Oh. Sag mal, bist du eigentlich ein heimlicher Bewunderer von mir, Kindchen? Du scheinst mir selbst auf Schritt und Tritt zu folgen, wenn ich in Eigenregie unterwegs bin. Ha, aber ehrlich gesagt kommst du mir gerade ganz gelegen. Es ist viel geschehen, von dem du nichts weißt. In mir herrscht ein fürchterliches Gefühlschaos. Daher werde ich diese Gelegenheit nutzen, um all die bitteren Gefühle, die sich immer angestaut haben, an dir auszulassen. Mach dich darauf gefasst, gezüchtigt zu werden. Gezüchtigt? Oh, der Herr. Okay, Kalle. Zeig, was du drauf hast. Mit einem Pokémon. Mit einem Camerupt. Na gut, mein Kadabra wird vorgeschickt, dann kommt Goroboy und dann ist dein Camerupt auch Geschichte. Weil dein Camerupt kann entweder Feuerattacken oder Erdattacken. Und Erdattacken sind... Oh, Level 32. Das ist ein krasser Levelanstieg auf einmal. Und Erdattacken sind bei Goroboy hilflos. Oh Gott, Bodycheck könnte wehtun. Okay, es geht. Er tankt das weg. Kein Ding. So, und jetzt kommt der Surfer. Hoffentlich kannst du ein bisschen Wasser abkämen, Rupt. Kämen, Rupt. Anscheinend nicht. Tja, Kalle. Und nu? Da kriegt Goroboy sogar ein Level Up. So, und Kadabra kriegt auch noch ein Level Up. Und lernt bitte eine Attacke. Ja! Es wird doch mal Zeit, ey. Es ist nützlich. So. Und 3200 Pokédollar. Meine Güte. Oh, meine Güte, heute ist wirklich nicht mein Tag. So viel Stress verkrafte ich an einem Tag nicht. Ich kann nicht mehr. Hör mir gut zu, Kindchen. Wenn unser Anführer erstmal seinen Plan in die Tat umgesetzt hat, dann wird die Welt, die wir kennen, in ewiges Zwielicht gehüllt. Das Meer, wo einst alles begann, wird dann zu einem Ödland, das unser aller Ende bedeutet. Alles Leben wird sein Ende finden. Sag, Kindchen, was gedenkst du im Angesicht dieser unabwendbaren... dieses unabwendbaren Schicksals zu unternehmen. Ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Schachzug. Unser Anführer sollte sich inzwischen auf dem Weg zum Pyroberg befinden. Ich muss ihm folgen. Eine Intrige. Du hast uns gerettet. Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Doktor, hast alles in Ordnung? Ja, diese Ohrfeige hat es ganz schön in sich. Diese Lungen. Sie wollten, dass wir ihnen Aufzeichnungen zu extremen Wetterphänomenen zeigen, die bereits Jahrtausende zurückliegen. Aber wozu nur? Aber genug gehadert. Zunächst möchte ich dir nochmal von Herzen danken. Das mag zwar eher unkonventionell sein, aber nimm doch bitte dieses Pokémon als Zeichen meines Dankes an.
Oh, du hast keinen Platz für dieses Pokémon. Sprich mich einfach wieder an, sobald du in deinem Team Platz geschaffen hast. WTF. Noch ein Wort zu den Daten, die sich diese Gauner unter den Nagel gerissen haben. Sie befassen sich mit den Wetterkapriolen, die vor Jahrtausenden von zwei legendären Pokémon verursacht wurden. Bei einem von beiden handelt es sich um das legendäre Pokémon Groudon. Das heißt, es habe damals seine Gestalt geändert, indem es seine Energieform in sich aufsog, die in der Natur im Überfluss vorhanden ist. Ich kann, boah, zu schnell lesen ist nicht gut. Die sogenannte Naturenergie. Weiterhin heißt es habe eine fatale Dürre ausgelöst, durch welche die Gewässer vertrockneten und versandeten. So hätten die Landmassen um ein Haar die Meere dieses Planeten vollständig verschluckt. Ja, doch, ist richtig. Diese besonderen Verwandlungen Groudons nennt man auch Protomorphose. Die aus Protomorphose resultierende Gestalt Groudons heißt in Anlehnung daran Proto-Groudon. Die Protomorphose ist ähnlich wie die Mega... Stopp. Ist ähnlich wie die Mega-Entwicklung eines der verschiedenen Entwicklungsformen, die Pokémon unter bestimmten Voraussetzungen durchführen können. Rein theoretisch zumindest. Denn außer Groudon und einem weiteren... Zunge! Locker! Und einem weiteren urzeitlichen Pokémon ist es keinen anderen Pokémon je gelungen, eine Protomorphose durchzuführen. Dies ist wohl auch der Grund, weshalb sie als Entwicklungsform in Vergessenheit geraten ist. Wir müssen dann leider wieder in die Arbeit. Schau doch bitte im Erdgeschoss vorbei, wenn du einen Augenblick Zeit hast. Wir möchten uns nämlich noch für deine Hilfe bei dir erkenntlich zeigen. Gut, aber erstmal werde ich mir ein Pokémon abholen, glaube ich. Deswegen ist der Computer unten. Okay, Moment, ich komme gleich wieder. Und ihr möchtet mir jetzt kein Pokémon geben, oder? Hallo? Hallo, dein beherztes Eingreifen hat uns gerettet. Ich verstehe nur nicht, was diese Schurken von Team Magma von uns wollten. Okay. Erstmal hier an den Computer und irgendein Pokémon ablegen. Ich nehme es ja gleich wieder mit. Außer er gibt mir jetzt das Mega Legendary anderes, weiß ich nicht, was er mir geben sollte. Lizzie, du musst mal kurz weg. So, ich weiß nämlich nicht, was er mir geben möchte. Ich bin gespannt. Was könnte er mir geben wollen? Ein Ei wieder? Hallo. Das mag zwar eher unkonventionell sein, aber... Ne? Formeo. Was ist denn Formeo? Was ist Formeo? Ach, die. Oh, das ist Formi. Ich habe keine Ahnung. Ich hab noch keine Ahnung, was das macht und was es tut. Aber ich habe es schon mal gesehen. Du bist einfach Formi. So. Dieses Pokémon ändert seine Gestalt abhängig vom jeweiligen Wetter. Dieses Institut beheimatet zahlreiche Formio. Sie helfen uns bei der Forschungsarbeit. Jetzt muss ich mir das aber mal angucken. Das ist ja knuffig. Das ist ein Normal-Pokémon. Das ist echt knuffig. Und es kann Wasser, Feuer, Eis. Es kann alles. Ach so. Ah, okay. Es kann den Regentanz, den Sonntag, den Hagelsturm. Ah, okay, okay, okay. Es kann halt das Wetter so anpassen, dass es... Ah, okay, 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 okay. Es ist ein Support-Pokémon sozusagen, glaube ich. Ich glaube, so kann man das sehen. Okay, wir haben es auf jeden Fall. Dann passt Formi ja doch ganz gut. So, wir tauschen Formi aber wieder gegen Lizzie aus. So. Bewegen. So, zack. Nein, okay. Und der Professor wollte noch irgendwas von uns. Wo ist der? Da. Oh, da bist du ja. Schön, schön. Dann habe ich das hier für dich. Beulenhelm. Ah, okay. Der macht Schaden, wenn die Pokémon angegriffen wurden. Erleidet der Träger des Beulenhelms eine direkte Attacke, wird auch dem Angreifer Schaden zugefügt. Deshalb habe ich mir auch ein paar blaue Flecken eingehandelt. Aber natürlich mit Absicht, versteht sich. Natürlich. Ach so, was ich gucken wollte. Die Folge ist schon wieder viel zu lang, aber das gucke ich noch eben. Meteorit. Ne, hier ist das nicht. Hier ist das. Voltensonit. Oh mein Gott, ja, das kriegt er dann. So. Dankeschön. Haben wir noch irgendwelche Nieten? Kann ich das eben mal sortieren? Warte mal hier. Nach Alphabet. So. Okay. Simsalanit haben wir noch. Das können wir dem Kadabra auch schon mal geben. Ansonsten können wir ihm den geben. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Items, die ich viel zu lange habe. Metagross. Ach nee, Moment. Ja, bitte austauschen. Du hast ja noch den Metagross nicht. Ich muss noch gucken, was das, wann Metang sich entwickelt. Feder, Vermehrball. Die Folge ist gleich vorbei. Keine Sorge.
Ist gleich vorbei. Die Pflanze. Ja, pass auf, dann kriegt er den Beulenhelm. Er hat zwar auch noch irgendwann Nieten zu kriegen, aber den haben wir noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Pokémon Omega Rubin. Ist ja viel passiert und wir haben viel sortiert jetzt hier an unsere Pokémon. Von Steinen und so. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.